Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 7. Februar. Heute dabei Netgear, Shazam, Apple Health, iPad, Snap und Falcon Heavy. Beginnen tun wir mit Netgear. Die haben jetzt angekündigt, dass sie die Alo-Abteilung aus der Firma ausgliedern werden. Alo, das ist die Marke, die Netgear etabliert hat für Sicherheitskameras, Überwachungskameras und die auch ganz erfolgreich ist. Und es ist auch generell ein stark wachsendes Segment im Bereich Smart Home. Die wird jetzt rausgepackt und gleichzeitig möchte Netgear auch an die Börse und ein IPO starten. Spannendes Thema auf jeden Fall. Heißer Markt. Und da sind sie jetzt vielleicht genau richtig. Andererseits ist natürlich der Markt auch hart umkämpft, auch gerade bei den Überwachungs- und Sicherheitskameras. Da gibt es natürlich auch Google mit Nest Cam und in Amerika ist mittlerweile sogar Amazon dabei. Von daher, so einfach ist es dann doch nicht. Was auch nicht so einfach ist, ist letztendlich die Übernahme von Apple, Apple will Shazam übernehmen und das ist eben nicht so einfach, denn Apple hat angekündigt, die Übernahme ist eigentlich gemacht. Es werden dabei 400 Millionen US-Dollar veranschlagt und jetzt haben ein paar Länder in der EU in Brüssel eine Beschwerde eingereicht. Das geht wohl so einfach, wenn das ein paar Länder machen in der EU. Und dadurch ist nun die EU-Kommission dabei, die Übernahme zu kontrollieren, denn sie vermuten dadurch erhebliche negative Auswirkungen auf den Markt. Und deswegen wird sich's genau angeguckt und eventuell kippt dann doch noch die Übernahme. Es gibt ein paar Eckwerte dafür, die alle dabei greifen. Und die Kollegen aus Österreich, wo Apple die Übernahme eingereicht hat, haben es halt weitergegeben und mittlerweile haben sich auch andere Länder, darunter Frankreich und Schweden, angeschlossen. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn wir schon bei Apple sind, dort gibt es auch weitere Neuigkeiten und zwar im Bereich Health. Also Apple Health gibt ja mittlerweile auch diverse Apps und Funktionen im iPhone, aber auch besonders auch in der Apple Watch zur Überwachung der eigenen Gesundheitsdaten. Und dafür hatte Apple vor einiger Zeit den Stephen Frint verpflichtet. Der kam von Sage Bionetworks und mittlerweile hat er Apple wieder verlassen. Hat entsprechend auch sein LinkedIn-Profil angepasst und genaueres wissen wir noch nicht. Sobald wir mehr wissen, werden wir euch informieren. Und damit war es immer noch nicht mit Apple, sondern nächste News zum Thema, iPad in dem Fall. Denn die IDC hat neue Statistiken rausgegeben für 2017 und da kam bei den Tablets raus, dass das iPad weiterhin das Maß der Dinge ist und so viel verkauft hat, und zwar 43,8 Millionen iPads, wie die beiden Verfolger danach zusammengenommen. Und das sind Samsung mit 24,9 Millionen Tablets und Amazon mit 16,7 Millionen Tablets. Der Markt wächst nur noch leicht, aber alle Premium-Marken sind weiter voranmarschiert. Und die Marken, die entsprechend kein richtiges Standing haben, die haben abgebaut. Ansonsten eher ein stagnierender Markt. Aber Apple immer noch ganz vorne dabei. Ganz vorne dabei ist auch Snap. Also die Firma hinter Snapchat hat nämlich jetzt Quartalszahlen veröffentlicht und die haben alle Erwartungen übertroffen. Also nicht enormst übertroffen, aber schon genug, dass die Aktie jetzt auch gerade wieder einen Höhenflug heute hat nach Börsenschluss. Und falls ihr euch dafür interessiert, haben wir einen guten Link in den Shownotes zum Artikel von TechCrunch, wo ihr genau sehen könnt, wo Snap die Erwartung übertroffen hat, beispielsweise im Zuwachs der Nutzer, in der Aktivität der Nutzer. Gute Werte hätte man jetzt nicht erwartet, weil die Aktie ja durchaus unter Druck war und auch der Relaunch des neuen Designs auch nicht so gut angekommen ist. Und eventuell erfahren wir da auch noch mehr im Verlaufe der Nacht, denn nach diesen Quartalzahlen gibt es ja auch immer noch ein Q&A mit den Analysten. Und eigentlich denkt man, dass da auch das Redesign nochmal angesprochen wird. Und zu guter Letzt am Ende das ganz, ganz, ganz große Thema,
was jetzt über Nacht kam, war natürlich die Falcon Heavy Rakete von Elon Musk bzw. SpaceX, die einen erfolgreichen Start hingelegt hat. Die 70 Meter hohe Rakete ist mit 1420 Tonnen Startgewicht heute Nacht von Cape Canaveral in Florida in den Himmel gestartet, oder besser gesagt in das Weltall gestartet. Und an Bord war ein Tesla, ein rotlackierter Tesla, den der Elon Musk aus Spaß einfach reingepackt hat, hat gesagt, komm, damit können wir beweisen, dass das Ding auch wirklich halt Gewicht heben kann. Und jetzt ist die Rakete unterwegs und da werden wir bestimmt auch in den nächsten Tagen noch ein paar Sachen zu hören. Und das war's auch schon mit den News für heute. Mittwoch, Bergfest in der Woche. Ich wünsche euch einen guten Start in den, in den Arbeitstag oder in den Schultag, je nachdem, wie es bei euch ausschaut. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.